Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Vom Bau auf die Bühne hat es den ehemaligen Bautechniker Gerry Seidel bereits vor 16 Jahren verschlagen. Nun ist der Kabarettist mit seinem bereits 8. Soloprogramm auf Tour und beweist einmal mehr, dass Humor das Handwerk ist, das er am besten beherrscht. Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann, die mit 9 Jahren mit ihrer Familie aus der DDR floh, präsentiert sich mit ihrem neuen Album DNA von einer sehr persönlichen Seite als Solokünstlerin. Welche Kraft haben Erinnerungen und welche Gefühle weckt der Fall der Mauer vor 30 Jahren bei ihr? Hans Kammerlander bezwang fast alle 8000er und fuhr als erster Mensch auf Skiern vom Gipfel des Mount Everest ab. Er verlor aber auch Kameraden am Berg und durchlebte harte Zeiten. Mit 62 Jahren hält er nun Rückschau und spricht offen über Erfolge und Schicksalsschläge. Und ich begrüße den ORF-Wetterexperten Markus Watzak. Er war einst Student bei Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Obwohl beide heute unterschiedliche Berufe ausüben, kreuzen sich ihre Lebenswege immer wieder. Denn beide kämpfen für eine nachhaltigere Umwelt und klären Irrtümer über den Klimawandel auf. Herzlich willkommen meinen Gästen, schön, dass Sie da sind. Wobei Klimawandel, Frau Professor, Klimakrise sagt man heute. Klimawandel meint, das sei ein natürlicher Prozess. Heute ist man schärfer mit Klimakrise. Ist es wichtig, da genau zu sein? Also ich unterscheide, wenn ich rein wissenschaftlich rede, naturwissenschaftlich, was sich in der Atmosphäre tut, dann rede ich von Klimawandel. Aber sobald Menschen betroffen sind, dann kann man über Klimakrise reden. Und dann muss man über Klimakrise reden und dann muss man eigentlich schauen, dass es zu keiner Klimakatastrophe wird. Mhm. Markus, Frau Professor Kromp-Kolb war eine deiner Professorinnen beim Meteorologiestudium. Du bezeichnest sie heute als ein echtes Vorbild. In welcher Weise, was hast du sozusagen außer das Wissen, den Stoff, darüber hinausgehend bei ihr gelernt? Was konnte sie dir vermitteln? Ja, absolut. Das Vorbild oder eine perfekte Kommunikatorin. Also es geht ja darum, die Wissenschaft endlich durchzubringen an die Menschen, die damit leben müssen. Und das ist perfekt, wenn man so gut und glaubwürdig die Wissenschaft übersetzen kann, dass sie auch jeder verstehen kann. Wir sind ja auch öfter in Schulen, bis hinauf zu Pensionisten. Sie sollen alle verstehen, wovon wir reden. Und das kann Frau Professor Kromp-Kolb hervorragend. Und vor allem ist sie authentisch. Denn wir standen in den 90er Jahren gemeinsam am Gletscher und haben Gletscher vermessen. Also es ist ja nicht nur das drüber reden, sondern auch das tun. Ich glaube, wir müssen Vorbilder sein, weil es reicht nicht, den Leuten zu erklären, was zu tun ist, man muss es ihnen auch vorleben. Professor, viele junge Leute, die an die Uni gehen, orientieren sich heute zunächst einmal. Da wird mal ein Studium hineingeschnuppert, man orientiert sich. Wann wissen Sie, ob ein Student, eine Studentin richtig ist? Erinnern Sie sich an ihn als Student? Ja, schon, weil die Meteorologie ein Studium ist mit sehr wenig Studierenden. Da kann man das, da kann man die Studierenden noch kennen, Gott sei Dank. Das ist jetzt an der Universität für Bodenkultur nicht mehr ganz so leicht. Da sind dann 200 Leute im Hörsaal. Aber man merkt schon, man merkt einfach, wer besonders interessiert ist. Manche verlieren sich dann in eine andere Richtung, ist auch in Ordnung. Ich glaube, alle Richtungen brauchen gute Leute. Aber, und das sage ich auch immer den Studierenden, das, was euch wirklich interessiert, das, wo ihr wirklich engagieren will, das macht, das ist eigentlich das, wo mit euer Leben verbringen wollt. Kann sich dann immer noch ändern. Es ist immer nicht so, dass es immer dasselbe ist, aber trotzdem, ich glaube, das ist ein wichtiger und guter Anfang. Ist Markus aufgefallen? Wodurch ist er aufgefallen? Damals schon durch seine T-Shirts vielleicht und durch die Mode wie jetzt bei seinen Fernsehauftritten? Das mag sein, aber ich habe das nicht beachtet. Das ist nicht so Ihr Spezialgebiet. Gerry, einer deiner ganz wichtigen Lehrer war der Schauspieler Herwig Seeböck, der ja viele Kabarettisten begleitet, geprägt hat. Roland Thüringer, den Alfred Dorfer und. Was hat er in dir erweckt als jemanden, der von der HTL kam und dort zweimal durchgefallen ist? Der Herwig war, glaube ich, einer der Ersten, der gesagt hat, so wie du bist, bist du gut. Mhm. Weil es gibt generell kein richtig und mach's einfach. Also der hat uns irgendwie erlaubt, Fragen zu stellen. Und auch wenn es ein völliger Schwachsinn war. Also für mich ist so ein Paradebeispiel gewesen, bei ihm zu Hause stand ein Bild neben dem Telefon. Da war er mit einem älteren Herrn abgebildet. Und ich sage so, Herwig, ist das dein Vater? Und er sagt, na, das ist der H.C. Artmann. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, wer der H.C. Artmann ist. Mhm. Und er hat mir kein Gefühl dafür gegeben, dass ich hätte wissen müssen, wer der H.C. Artmann ist. Weil das gibt es ja nicht, dass man nicht weiß, wer der H.C. Artmann ist. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied, glaube ich. Wenn du einen Lehrer hast, der halt was vorträgt, von dem, wo er vielleicht selbst ein bisschen Angst hat, wenn er eine Frage stellt, dass er sie nicht beantwortet. Oder wenn du einen Lehrer vor dir hast, der sagt, frag mich, was ist. Und ich sage auch ganz leicht,
weiß ich selber nicht. Mhm. Und weiß es aber am nächsten Tag. Also den Herwig hast du fragen können. Und der war ein, also für mich war das ein Allwissender. Mhm. Jeanette, Sie sind in der ehemaligen DDR geboren, dort als Kind aufgewachsen. Die Bühnenluft oder genauer gesagt die Zirkusluft war schon sehr bald Ihrs. Wer war da Ihr Lehrer, Ihr Trainer? War es der Zirkusdirektor? Also es war nicht direkt ein Zirkus, sondern es war ein Akrobatikverein. Mhm. Und da war es im Prinzip so, dass wir die ganze Woche irgendwie Sachen gelernt haben. Und am Wochenende haben wir das dann in einem kleinen Zirkus, der dem Verein angeschlossen war, für andere Kinder vorgeführt. Und ich weiß nicht mehr genau, wer der Lehrer war. Es tut mir leid. Also es war nicht der eine, sozusagen, der prägend für den weiteren Lebensweg war. Nee, nicht unbedingt. Aber das war eine Station. Es war das erste Mal, dass ich den Drang hatte, auf die Bühne zu gehen, ja, mhm. auf die Bühne zu wollen. Und es war das erste Mal, dass ich tatsächlich auf einer Bühne gesungen habe, weil es wurde schnell mitbekommen, dass ich gerne singe und gut singen kann. Und dann habe ich da am Ende der Vorstellung immer Kinderlieder gesungen. Es kommt der Biber Butzelmann und sowas. Mhm. Und nein, ich kann den Text nicht mehr. Kommt die Frage. Den hätten wir jetzt gerne abgeprüft. Es gab aber dann noch eine wichtige Station einer tatsächlichen Lehre, wenngleich die kurz war. Als Sie dann im Westen in Berlin angekommen sind, haben Sie eine Friseurlehre gemacht. Und zwar bei dem bekannten Promi-Friseur Udo Walz. Das war aber nur ganz kurz. Hat er dann, als Sie sozusagen Bild-Schlagerkönigin wurden und bei einem Casting entdeckt wurden, da Verständnis gehabt und gesagt, Mädel, mach mal? Oder war er ein bisschen enttäuscht, dass ihm die Friseurlehrling abhanden kam? Ja, also das hat natürlich alles noch einen Moment gedauert. Ne? Also wir sind 89 geflüchtet. Ich sage auch immer wir, meine Eltern mit mir, nicht umgekehrt. Ja. So, ne? Und da war ich 9. Ne? Also es hat eine ganze Weile gedauert bis dahin. Erstmal hatte ich noch wunderbare Teenagerjahre. Und als es dann darum ging, was will ich werden, habe ich ganz klar gesagt, ich will Sängerin werden. Das ist ganz klar. Ich brauche Musik zum Leben und ich muss singen. So, und da haben meine Eltern gesagt, es ist schön und gut, aber bitte tu uns einen Gefallen und mach noch eine Lehre, etwas Handfestes. Falls dein Plan nicht aufgeht, brauchst du einen Plan B. Und dann habe ich überlegt, was kann denn das sein, was mir was nützt? Weil ich möchte ehrlich gesagt nicht meine Zeit verschwenden, weil ich kannte mein CDE, also meinen Zweck der Existenz. Das war ganz klar. Ich muss das machen und deswegen dachte ich, ich muss was machen, was passt. Und dann dachte ich, es ist gut zu wissen als Frau, wie man sich zurecht macht. Und weil man sich natürlich am Anfang keine Visagistin leisten kann. Und Udo Walz war der Einzige, der Make-up-Artists hatte und Hairstylisten, die zusammen in einem Laden gearbeitet haben und die Frauen sozusagen für den Abend komplett schön gemacht haben. Und deswegen habe ich da eine Bewerbung hingeschrieben und wurde genommen und habe dann da 2 Jahre verbracht und gute Sachen gelernt. Also ich kann das also heute auch alles mal schnell selber machen, wenn niemand da ist. Und aber nach 2 Jahren bekam ich dann einen Plattenvertrag und dann hat er gesagt, geh unbedingt und wann immer was schief geht, kannst du zurückkommen. Mhm, das ist ja auch ganz wichtig dann, dass die Lehrer einen loslassen können. Hans, nachdem deine Mutter sehr früh gestorben ist, war deine Schwester eine ganz wichtige Person in deinem Leben. Aber so richtig eigentlich zum Lehrer wurde dein 10 Jahre älterer Bruder. Der dich ja dann auch in einen Kletterkurs geschickt und angemeldet hat. Was hat er in dir gesehen? Der Bub kann was oder wie war das? Nein, ich glaube, der hat nur Angst gehabt. Er hat mich gesehen, irgendwo herumkrabbeln oder war einfach nicht so viel im Tal. Mhm. Er hat das gesehen, hat er gesagt, den müssen wir einfach in die Schranken weisen, den müssen wir einbremsen, sonst haut es irgendwann runter. Mhm. Ganz klar. Aber mein richtiger Lehrer dann, vor allem vom Bergwald, von der Schule, habe ich nicht viel mitbekommen. Mhm. Das war für mich einfach Mittel zum Zweck. Ich musste. Aber der richtige Lehrer war dann schon Messner. Mhm. Als ich mit ihm los bin, dann habe ich plötzlich einen wirklichen Lehrer an meiner Seite gehabt. Was hast du von ihm gelernt? Er war deutlich älter, er war deutlich erfahrener als ich. Und vor allem habe ich von ihm gelernt, dass man umdrehen muss im richtigen Augenblick. Mhm. Weil in diesen Jahren umdrehen, das ist mir sehr schwer gefallen. Ich war sehr gipfelorientiert, risikofreudig. Und an seiner Seite, da war halt auch der Moment da, wo er gesagt hat, pass auf, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Du kannst nicht gegen einen Berg kämpfen, da verspielst du sowieso. Das habe ich von ihm auch gelernt. Das heißt, ist etwas vom Wichtigsten. Wenn ich das von Jeanette aufnehmen darf, du kanntest auch sehr früh deinen ZDE, den Zweck der Existenz. Das war der Gipfel, das war der Berg. Ja, ja, klar. Das war lange Zeit so. Es war auch in meiner Zeit mit Messner, waren noch viele Berge. War so, wir sind ja los,
gegangen, um auf den Gipfel zu gehen, aber nicht mit der Brechstange. Das habe ich von ihm. MarkusDeinz.de war zunächst nicht ganz klar, weil du wolltest ja eigentlich nicht gleich im ersten Durchgang Meteorologie studieren, sondern Mathematik oder Physik. Die Studienvertretung hat dir damals gesagt, Meteorologie super interessant, aber brotlos. Warum hast du es trotzdem studiert? Ja, Meteorologie studiert man eigentlich wirklich rein aus Interesse. Es war wirklich so, dass mir da bei der Berufsbildungsmesse oder was auch immer das war, Kollegen, die Meteorologie studiert gehabt haben, genau das gesagt haben. Das ist ein super spannendes Studium, du wirst keinen Job kriegen. Macht ja nichts. Also wenn du 20 bist, ist dir das wurscht. Da ist die Zukunft, die dauert ja nicht so lange. Da denkst du, okay, studieren wir mal. Es hat mich interessiert, da hat mein Großvater in Steyr in Oberösterreich schon die Weichen dazu gestellt, weil der Wetteraufzeichnungen gemacht hat. Mich hat das immer fasziniert, rauszugehen, Wetter zu spüren. Und dann studierst du das mal. Und auch während des Studiums war mir nicht klar, wo das hinführen soll. Es war immer... Es hat mich interessiert und dann habe ich es gemacht und habe Gletscher vermessen, habe mit jungen Piloten Segelflugseminare gemacht, bin auf einmal im Segelflieger gesessen und habe Messungen gemacht und es war alles immer spannend. Und auch dann bei der Diplomarbeit war es eher noch so in die Richtung Flugmeteorologie und Austrocontrol, dort habe ich ein bisschen angedockt und auf einmal hat dann der ORF angerufen. Und also es war wirklich so, dass ich mich gar nicht beworben habe, sondern die schnell wen zum Einspringen gebraucht haben. Und so ist eine fast schon 25-jährige Karriere beim ORF losgegangen. Ja, und heute leitet Markus Watzak die Wetterredaktion. Verfolgen Sie seine Auftritte? Also ist er quasi auch ein, wie soll ich, und alle seine Kollegen und Kolleginnen, ein wichtiger Partner für Sie in dem Sinn, wie er vorher gesagt hat, dass es ja um Vermittlung auch von Wissenschaft geht? Natürlich geht es im Fernsehen und in den Medien immer auch um ein bisschen Show, immer ein bisschen um Unterhaltung, immer ein bisschen um das Wie. Ja? Aber wie nah sind Ihre Berufe eigentlich? Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Partner, weil das natürlich eine Reichweite hat, die man sonst überhaupt nicht erreicht. Ja. Und gerade die Wetterinformationen gehören ja zu den beliebtesten überhaupt in den offiziellen Medien. Das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz... Kommt aufs Wetter an, oder? Na, Gott sei Dank, es ist bei jedem Wetter. Ja, die Leute wollen auch wissen, ob sie einen Regenschirm brauchen. Also, das ist, glaube ich, wirklich ganz allgemein. Und ich bin sehr glücklich, dass in diesem Bereich jetzt auch ein Wandel eingesetzt hat, und da ist der Markus nicht ganz unschuldig dran, dass wir eben auch über Klima reden und nicht nur über das Wetter, ob es in der nächsten Stunde regnen wird oder nicht, sondern auch, wie ist der Zusammenhang. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich also nicht vor dem Fernsehapparat sitze. Ich habe einfach keine Zeit dazu und daher sehe ich die meisten Auftritte nicht. Aber ich weiß, dass sie passieren und ich höre es ja auch von den Leuten, mit denen ich rede. Aber es ist wirklich etwas ganz, ganz Wesentliches. Ja. Und ich glaube, der ORF hat hier wirklich eine ganz wichtige Rolle. Ich habe in der Vorbereitung gelernt, dass bis 1997 die Tiefs alle weibliche Vornamen hatten und die Hochs die männlichen Vornamen. Ich habe so ein bisschen die Idee gehabt, haben wir das Ihnen zu verdanken, dass es dann geändert wurde? Nein, ursprünglich hat es überhaupt nur männliche Vornamen gegeben. Also nein, ich halte das auch nicht für sonderlich relevant. Aber das Tief ist ein Erfolg eigentlich. Ja, aber das, was du gerade erzählt hast, das klingt schon spannend. Gletscher vermessen. Kannst du uns ein bisschen näher erklären, wie das war? Und war sie da die Bergführerin oder wie war die gemeinsame Arbeit? Die Frau Professor Gomkolb hat diese Veranstaltung geleitet. Das war eine Möglichkeit, zu Stunden auf der Universität zu kommen. Und gedacht, das ist zu Stunden zu kommen? Man muss ja Stunden sammeln, nicht? Ja. Man muss ja Zeugnisse sammeln. Ich habe mir gedacht, das ist spannender, Wissen als im leeren Saal zu sitzen. Ja. Und wir sind da hinauf. Und das war der Wurtenkäse, Kärnten-Salzburg an der Grenze da. Und da waren wir da oben für ein paar Tage. Das war natürlich für uns Jungen sehr lustig, weil man denkt, ja, fahren wir da mal rauf und da ist viel Schnee und alles. Und waren da auch gut untergebracht, aber dann ging es halt los. Wir mussten da jeden Tag sehr viele Höhenmeter hinauf auf Tourenski. Das war meine Premiere darauf, mit vollem Gepäck, weil man hatte Schaufeln mit und Messgeräte und alles. Und dann ging es rauf und auf rund 3000 Meter wird die Luft dann eng und dann beginnt man zum Schaufeln. Mhm. Und im Lawinenhang, dort wo ich eingeteilt wurde, warum auch immer, da geht es dann schon mal 6 Meter runter bis zum Gletschereis. Damals noch, und das ist aus heutiger Sicht natürlich sehr spannend, wir haben Gletscher vermessen, wo wir noch Jahre hatten, wo Gletscher gewachsen sind. Ja. Wo wirklich eine schöne Schneebedeckung auf dem Gletscher gelegen ist. Das ist was Studenten heute viel schwieriger finden werden. Wobei, was wir ja eigentlich gemessen haben, ist den Schnee auf den Gletschern. Mhm. Und eben versucht, die Jahresbilanz zu erstellen, wird der Gletscher wachsen oder nicht. Und in erster Linie war das natürlich interessant, auch für die Wasserwirtschaft. Nicht sozusagen, mit wie viel Schmelzwasser können Sie rechnen im Laufe des Sommers? Die haben auch einen Teil finanziert, deswegen konnten wir euch gratis dorthin führen. Und auch verpflegen haben wir uns ohnehin selber müssen. Aber das war, also ich finde, dass das einfach auch die Studierenden
Studierenden zusammenschweißt und dass das einfach eine ganz andere Atmosphäre ist. Hans, du hast also trotz dieser Exkursionen, was die Entwicklung von Gletschern betrifft, wahrscheinlich den besten Überblick im wahrsten Sinne von uns allen, nämlich über viele Jahre und Jahrzehnte bist du ja ganz oben. Wie nimmst du diese Veränderung wahr? Ja, die ist natürlich schon sehr krass, weil ich war zum Beispiel 1991 am 8000er Manaslu, dort ist auch, habe ich auch eine große Tragödie miterlebt. Und ich war vor 2 Jahren wieder dort. Mhm. Und ich habe den Berg nicht mehr wiedererkannt. Mhm. Im unteren Teil bis so 6500 hoch, da war damals ein kompakter Gletscher. Wir sind mit Ski, mit Tourenski hinauf. Und jetzt ist es ein zerrissener Eisbruch. Also ich hätte den Berg nicht mehr wiedererkannt. Und so habe ich es natürlich in verschiedenen Gebieten der Welt gesehen. Die Gletscher, die haben sich massiv verändert. Mhm. Frau Professor, ich durfte Sie im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ja schon einige Male interviewen. Das heißt, Sie sind eine derer, die uns seit Jahren, seit Jahrzehnten auf das Thema hinweisen, die fordert, die unermüdlich informiert. Und jetzt kommt ein 16-jähriges Mädchen und mischt die Karten neu, erklärt uns die Welt, schafft Bewusstsein. Ist das für die Wissenschaftlerin, die seit Jahrzehnten das Thema sozusagen vor sich herträgt, nicht auch ein bisschen ärgerlich und frustrierend? Nein, im Gegenteil. Ich bin ganz froh, dass sie da ist. Ich bin ganz froh, dass es sie gibt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir was tun. Es geht wirklich um viel. Und jede Hilfe ist willkommen. Und sie hat das einfach ganz toll geschafft. Jetzt muss ich dazu sagen, ich war lange Zeit auch im Sport tätig und ich weiß, dass das Feld aufbereitet werden muss, damit dann wirklich eine Leistung entsteht. Und ich denke, das ist auch hier so. Ich glaube, wenn es die Vorarbeiten nicht gegeben hätte, dann wäre Greta Thunberg nicht zu dem geworden, was sie ist. Mhm. Nichtsdestotrotz, das schmälert ihr Verdienst nicht, dass sich dieses 15-jährige Mädchen einfach sagt, nein, so kann es nicht sein. Ich setze mich jetzt vor das Parlament und verlange, dass etwas sich verändert. Und finde ich ganz toll. Was man vielleicht heute auch einmal irgendwie offen sagen muss, die bekannten Greta Thunberg-Zöpfe, die haben natürlich das Original in Helga Kromm-Kolb. Natürlich, sie hat mir das abgeschaut. Ja, ich finde es so toll, dass sie vor allen Dingen bei den jüngeren Menschen das Bewusstsein schafft. Ja? Weil es ist ja am Ende des Tages so, wir werden alle jetzt dann, nicht jetzt, Entschuldigung, aber ne, wir werden irgendwann dann auch einfach nicht mehr da sein. Und dann ist es die Welt von diesen jüngeren Menschen, die jetzt eben sehr jung sind, in der sie weiterleben müssen, in der sie weitere Kinder bekommen wollen, die auch noch eine schöne Welt haben wollen. Das heißt, das ist wichtig, ne, dass das Bewusstsein bei den ganz Jungen schon geschaffen wird, weil die müssen es einfach besser machen. Mhm. Markus, du hast im Mai beim Klimagipfel Greta Thunberg kennengelernt und auch Arnold Schwarzenegger, die ja da beide sozusagen führend dabei sind. Er hat dich sogar gelobt für deine Arbeit. Er hat mir auf die Schulter gehaut. Ich spüre es noch heute. Good job, good job. Es waren ein spannende 2 Tage. Ja. Austrian World Summit war das. Ja. Also das schwer beeindruckt von Greta Thunberg, weil sie auch, wir standen dort vor 10.000 Menschen in der Hofburg auf der Bühne und ich durfte dann auch sprechen, aber vorher viel interessanter natürlich, der Herr Bundespräsident hat gesprochen, Arnold Schwarzenegger hat gesprochen und hat auch gesprochen, wie wichtig das Thema ist und Greta Thunberg, diese Frau ist zu bewundern, denn die geht auf die Bühne und sagt dann, Arnold Schwarzenegger saß dann wieder in der ersten Reihe und hat gesagt, das ist schön, was Sie hier sagen, aber Sie sind auch mit dem Privatjet hergeflogen, das geht sich nicht aus. Mhm. Also auch vor 10.000 Leuten. Und man kann ihr gar nicht böse sein, denn das ist das Wichtige. Greta Thunberg hat in allem, was sie sagt, recht. Mhm. Und das Gute ist, dass es ja nicht nur die jungen Leute erreicht, denn die jungen Leute, die müssen ja dann wieder zu Hause fragen, ob sie am Freitag streiken dürfen und nicht in die Schule gehen müssen. Die jungen Leute konfrontieren ihre Eltern und auf einmal müssen die Eltern mit den Kindern diskutieren. Aber jetzt musste, das konnten wir ja zuletzt lesen in den Schlagzeilen, auch Arnold Schwarzenegger fliehen, nämlich aus seiner Heimat, wegen der großen Brände, die es in Kalifornien gibt. Natürlich auch da der Hintergrund, Dürre, Trockenheit, viel zu trocken ist es in der Gegend. Im Moment erreichen uns Schlagzeilen aus Brasilien, dass ganz große Sumpfgebiete von Bränden im Moment betroffen sind. Und das Thema ist auf der einen Seite Fridays for Future, Greta Thunberg, fast zu einem Modethema geworden. Auf der anderen Seite ist jetzt die Politik gefragt. Es hat die Grünen hinaufgeschwappt, möglicherweise in eine Regierung oder in Regierungsverhandlungen. Aber jetzt sind die Politiker dran, oder? Die müssen jetzt liefern. Richtig. Und das finde ich halt sehr enttäuschend, dass sie es gerade gestern einmal nicht getan haben in Österreich. Die Politiker müssen liefern. Ich meine, wir müssen alle beitragen, aber letzten Endes müssen die Rahmenbedingungen von der Politik kommen. Mhm. Und ich finde es ja immer wieder, auch bei dem Summit, finde ich es ja interessant, dass die Leute dann, wenn Greta Thunberg spricht, aufstehen, Standing Ovations, und überhaupt nicht klickt,
dass das heißt, dass Sie was ändern müssen an Ihrem Verhalten. Das heißt, Sie gehen raus, steigen in Ihre SUVs und es geht heiter weiter. Und denken sich nichts dabei. Das ist das, was für mich unverständlich ist. Sie haben vor dem Sommer in einem Interview einen sehr drastischen Vergleich bemüht. Sie haben gesagt, so wie unsere Eltern und Großeltern in Bezug auf die Nazizeit gefragt haben, was habt ihr damals getan, so werden das einmal unsere Kinder und Enkelkinder uns fragen in Bezug auf die Klimakrise. Was habt ihr eigentlich damals getan? Ihr habt alles gewusst. Das wurde auch sehr kritisiert, das wurde Ihnen auch vorgeworfen. Braucht so drastische Vergleiche? Ich glaube, der ist einfach... Das ist einfach real. Sozusagen die jetzige Generation hat diese große Verantwortung, dass sie dieses Problem Klima und auch Biodiversitätsverlust, dass sie das in den Griff bekommt. Und wir wissen, dass es notwendig ist, wir wissen, was zu tun ist. Und wenn wir es nicht tun, dann ist es vollkommen legitim, dass uns die nächste Generation fragt, was habt ihr gewusst und was habt ihr getan? Und das geht nicht nur um irgendeinen Bundespräsidenten oder irgendeinen Generalsekretär der UNO, sondern da geht es wirklich um jeden Einzelnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was... Wir sind nicht Zuschauer. Wir sind Teil dieses Systems, wir sind Teil dieser Welt und wir sind Teil dessen, was die Welt ruiniert. Und daher müssen wir was tun. Zuschauer sind hoffentlich viele am nächsten Dienstag, am 12.11., am ORF-Klimatag, wo Sie beide auch tätig sein werden. Den ganzen Tag stellt der ORF sein Programm sozusagen unter dieses Thema und wird über verschiedene Aspekte berichten. Auf Facebook habe ich bei dir ein Foto gefunden, wo du mit deiner Tochter bei Friday for Future mit dabei bist. Hat sie dich da überzeugen müssen oder wie? Das war noch nicht Fridays for Future, das war vor 2 Jahren. Sie haben da vorgetragen, das war der Klimamarsch durch Wien. Bei uns ist das in der Familie Gott sei Dank ein gesundes Bewusstsein. Ich weiß gar nicht, ob da meine Kinder mich mehr gedrängt haben oder ich ihnen von Anbeginn halt auch klar. Wir sind sehr naturverbunden, nah. Österreich ist ein wunderschönes Land. Wir gehen hinaus, wir gehen auf die Berge, wir gehen an die Seen und genießen es. Und haben einfach das Bewusstsein, dass wir uns anstrengen sollten, das zu erhalten. Und das ist schön, dass meine Kinder da mitmachen. Mein Sohn geht natürlich auch zu Fridays for Future, soweit es die Schule ermöglicht. Und meine Tochter war da dabei, die studiert jetzt schon. Und das ist sehr schön, zumindest in der Familie Gleichgesinnte zu finden. Es ist ja nicht überall so. Ja, Hans, du hast ja vorher über deinen Lehrer und Kamerad Reinhold Messner gesprochen. Der war vor wenigen Wochen hier bei mir zu Gast. Er hat auch erzählt, dass er ganz heftige Kämpfe mit seiner Teenager-Tochter auszufechten hat, die auch Friday for Future Aktivistin ist, die aber ihm ganz schön die Leviten liest, dass er viel fliegt, dass er Fleisch isst, dass er sein Verhalten nicht ändert. Du hast auch eine Teenager-Tochter, hast du mit ihr auch solche Gespräche? Ja, nein, das habe ich momentan noch nicht, aber das wird sicher kommen. Nur natürlich, weil ich bin sehr glücklich, wenn ich merke, dass die Jungen auf die Straße gehen, dass sie sich äußern, aber ich glaube, Greta müsste auch einmal sagen, die Jungen einmal fragen, wo kauft ihr ein? Das macht mir Sorgen. Weil auf die Straße gehen, protestieren, gleichzeitig aber jeden kleinen Stecker bei Amazon einkaufen, der in so einen riesen Karton geschickt wird, ist auch nicht der richtige Weg. Und dann passt die Farbe nicht, geht es kostenlos zurück. Also dieses Thema spricht eigentlich bei den Jungen niemand an. Und das werde ich meiner Kleinen sagen, dass sie das auf keinen Fall machen soll. Nur ich habe nicht so viel Kontrolle. Sie lebt in Hamburg und ich lebe in Südtirol. Dann ist schwer. Ins Verhalten muss es gehen. Ja, aber ich möchte da widersprechen, dass das niemand anspricht. Also erstens, innerhalb der Organisation der Fridays for Future wird das sehr wohl angesprochen. Sie schauen auch sehr, sehr sorgfältig drauf, weiß ich was für Banner oder solche Sachen getragen werden. Also woher kommt das? Und meistens ist es eben, sind es alte Kartons, die verwendet werden als Plakate und so. Und ich habe selber bei einer der Veranstaltungen geredet mit den Fridays for Future. Und was ich ihnen gesagt habe, ist, ihr seid nur glaubwürdig, wenn ihr euren eigenen Lebensstil ändert. Und da war nicht ein Buhn und Gejohle, sondern da war Applaus. Den Jungen ist das bewusst. Das heißt jetzt nicht, dass jeder sofort alles ändert. Das können wir auch nicht erwarten. Wir haben sie erzogen in dem Sinn, in dem sie jetzt agieren. Und jetzt verlangen wir von ihnen, dass sie vorausgehen in den Verhaltensänderungen. Das finde ich nicht ganz, ganz fair. Aber es ist ihnen bewusst. Und ich habe ein wunderschönes Dokument von einer Schule in Vöcklabruck. Da hat eine 8. Klasse, glaube ich, auf 3 Seiten zusammengefasst unter dem Titel
Titel Wir sind bereit, haben Sie geschrieben, wir sind bereit, das zu machen, das zu lassen, weniger von dem, mehr von dem und so weiter. Und dann zum Schluss steht, aber wir erwarten von der Politik auch und dann kommen Ihre Forderungen. Und ich finde, das ist die richtige Haltung. Wir wissen, das ändert etwas, wie wir leben. Wir sind bereit dazu, wir tun es auch. Aber ihr habt auch eine Aufgabe. Und das halte ich für die richtige. Hans, du hast da erzählt, Reinhold Messner war ein Lehrer für dich, wurde aber dann so etwas wie eine ideale Seilschaft, so wird es oft beschrieben. Du warst auf 7er, 14er, 8000er, warst du mit ihm oben. Was hat euch so ideal gemacht als Seilschaft? Natürlich, er war der Erfahrene, er hat alles in die Hand genommen, hat es organisiert, hat auch ein bisschen, oder so muss man sagen, in Anfang finanziert, weil es ist nicht so leicht, einfach von irgendwo, ich komme ja vom Bergbauernhof und mein Bergbauernhof war ja ohne Strom, ohne Wasser, also wir haben wirklich in der Natur gelebt. Ich bin auch sehr verbunden, was Natur anbelangt, das ist auch mein Beruf. Also ich schätze die Natur schon und bin für Schutz in jeder Hinsicht. Ja, und deswegen hat er das alles organisiert und er nimmt die nicht mit, weil er einfach hier an Gefallen machen will. Er hat schon gesehen, was ich gemacht habe in den Alpen. Und dann waren wir genau die richtige Seilschaft. Der erfahrene Planer, der Messner, konditionsstark bis zum geht nicht mehr. Und ich war halt der Kletterer. Der einfach der Kletterer war. Und haben uns gut ergänzt. Der eine hat die Aufgabe gehabt, der andere die. Und wenn er nicht mehr an meiner Seite war, da hat mir sehr viel gefehlt. Dann habe ich weitergesucht. Aber so einen Partner wie ihn habe ich nie mehr gefunden. Der Nepalese Nirmal Purja hat letzte Woche für Aufsehen gesorgt. Er hat einen neuen Rekord, wieder einen neuen Rekord, kann man sagen, im Bergsteigen geschafft. Er war auf allen Gipfeln der 8000er in der kürzestmöglichen Zeit. Bis jetzt lag dieser Rekord bei knapp unter 8 Jahren. Er hat dieses Projekt, Project Possible hat er es genannt, einfach auch um eine Bergsteigergeneration in Nepal zu inspirieren, in sage und schreibe 7 Monaten geschafft. Also in 7 Monaten auf allen 14 8000ern gewesen. Reinhold Messner hat das sehr gewürdigt als besondere Leistung. Wie siehst du es? Ja, das ist unglaublich. Aber ich habe das bereits vor 20 Jahren gesagt, das ist möglich, innerhalb eines Jahres alle 8000er zu besteigen, aber wahrscheinlich wird das ein Sherpa machen. Wie damals schon gesagt, die Sherpa sind ja viel stärker in der Höhe. Die werden geboren teilweise auf 4.500 Meter oben. Also für die ist dann 6.000 oder 7.000 Meter keine große Höhe. Für uns ist das einfach eine große Höhe. Und die sind einfach in der Höhe viel, viel stärker. Bisher waren sie im Hintergrund, haben für uns Lasten herumgeschleppt, sind kaum erwähnt worden, was überhaupt nicht fair ist. Und er hat jetzt auch bewiesen, was sie können. Ich bin ganz glücklich und stolz auf ihn und natürlich höchstes Kompliment. Du schreibst in deiner Autobiografie Höhen und Tiefen meines Lebens, Rekorde, Geschwindigkeit, Konkurrenz, all das hat auch lange Zeit mein Leben beeinflusst. Und das sind ja dann oft die Rekorde und die besonderen Ereignisse, die wir sammeln. Ich könnte jetzt sagen, du warst auf 12 aller 14 8000er, du hast alle zweithöchsten Gipfel der Welt bestiegen auf den Kontinenten. Was mich aber besonders beeindruckt, ist, dass du der erste Mensch war, der vom Gipfel des Mount Everest, also des höchsten Berges der Welt, mit Skiern abgefahren ist. Jetzt als jemand, der bei der Mausefalle definitiv abschnallen würde, wie darf man sich das vorstellen? Was geht da in einem vor? Ich meine, das ist doch nur verrückt. Ja, natürlich, ich habe mit dem Skifahren angefangen, da konnte ich kaum gehen. Als kleines Kind, da waren meine Ski noch so Holzbretter. Und so hat sich das entwickelt und dann kam das Klettern. Das waren zwei enorme Hobbys. Ich habe ja keinen Beruf richtig gelernt. Ich wusste, ich muss das zu meinem Leben machen. Und der hat sich dann so hochgeschaukelt und irgendwann habe ich halt diese Lücke gesehen und gedacht, kombiniere es auf den hohen Bergen der Welt, weil die Top-Höhenbergsteiger waren in meiner stärksten Zeit überhaupt nicht Skifahrer. Die Top-Skifahrer kommen nicht auf die hohen Berge. Aber das vom Everest, natürlich darfst du da keinen Fehler machen bei der Abfahrt, sonst hast du keine Zahnschmerzen mehr. Aber rückblickend auf das Ganze, weil es war eine tolle Aktion am Everest. Das war eine 24-Stunden-Aktion zwischen Basislager hoch und wieder runter. Ohne Maske. Aber was mich eigentlich glücklich macht, ich kann behaupten, das stimmt so, ich habe am Everest nicht ein einziges Zündholz oben gelassen.
Also der Berg ist so sauber geblieben oder so dreckig geblieben, wie er war. Mhm. Ich habe nicht dazu beigetragen. Du bist sehr sportlich, auch ein guter Skifahrer. Gehst gern Skifahren, ist das vorstellbar für Nein. dich? Nein, also für mich ist die Höhe gar nicht vorstellbar. Wir haben gegraben auf 3000 Meter, die Luft ist mir dort schon sehr dünn geworden. Und ja, ich fahre gern Ski, ich gehe auch gern mittlerweile ein paar Touren oder so, aber das sind Höhen, das ist grenzwertig, da muss man Experte sein. Sind Sie eine gute Skifahrerin? Ich war einmal eine gute Skifahrerin, jetzt komme ich kaum mehr dazu, aber ich gehe sehr gerne in die Berge und das ist mir auch ein, also daher kommt auch meine Liebe zur Natur, selbstverständlich. Ja, ich glaube, man lernt auch sehr viel in den Bergen, man lernt von den Bergen sehr viel, aber für mich ist jetzt eigentlich nicht mehr so sehr die Herausforderung, die war es früher schon auch, ich will auf den Gipfel oder so, aber das ist jetzt nicht mehr das Dominante. Das Dominante ist eigentlich das Erlebnis des Gehens, das Schauen, was blüht da und was wächst da und wie schauen die Formationen aus und natürlich auch die Partner, die Freunde, die mitgehen, also es ist schon auch ein gemeinsames Erleben. Ich bin auch auf einzelne Berge allein gegangen, aber das ist nicht dasselbe. Also für mich gehört schon irgendwie das Teilen mit dazu. Gary, du bist gelernter Bautechniker, Hoch- und Tiefbaut. Sitzt nicht mehr in die Höfe oder mehr in die Tiefe? Was immer ist rauf. Passiert? Immer rauf. Mir hat einmal jemand erklärt, wenn man einen Meter Tunnel gegraben hat, kann man 1000 auch graben. Was sicher nicht stimmt. Weil du ja also bei den einen Meter Schnee gibt es ja das nicht. Ja, was das Technische angeht, immer Hochbau. Immer Hochbau. Weil ich andere nicht gelernt habe. Also Grundbau war bei uns ein bisschen dabei. Aber bin dann auch drauf gekommen, nachdem ich beim dritten Projekt einfach letztendlich ich in meiner Funktion immer nur Beton in Schalungen gegossen habe, weil du als Bauleiter natürlich deine Kreativität, ich bin nicht dort, weil ich kreativ bin, hält sich in Grenzen, weil das können andere besser oder zumindest genauso gut. Und das haben sie auch bewiesen. Also die Bauwirtschaft ist weitergegangen und hat nicht gemerkt, dass ich kein Teil mehr von ihr. Zwischendurch hat es irgendwie so einen Knick in der Bauwirtschaft. Zwei, das muss gewesen sein, wo du aufgehört hast. Das war genau die Zeit. Hans, es waren große Jahre, erfolgreiche Jahre. Ein erfolgreicher Bergsteiger, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist einer, der am Leben ist. Es waren aber auch wilde Jahre. Du warst extrem diszipliniert am Berg, das hat dich immer ausgezeichnet. Du warst ein wilder Hund, wenn du zurück im Tal warst. Darüber schreibst du auch sehr offen. Es gab Frauengeschichten, es gab viele Partys, es gab das Scheinwerferlicht, das auf dich gerichtet war. Es gab auch Alkohol und mit dem Alkohol verbunden den größten Tiefschlag deines Lebens. Nämlich als du einen Autounfall verursacht hast, mit Todesfolge, ein 21-jähriger junger Mann ist damals gestorben. Wie schwer ist dieser Rucksack bis heute? Ja, natürlich, das sind einfach Kapitalfehler. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom Berg zurückkam und ist mir ein paar Mal leider Gottes passiert und meine Freunde oder mein Freund, weil es ist passiert, kamen nicht mehr zurück. Da habe ich mich natürlich nicht schuldig gefühlt, so sehr ist jeder für sich selber verantwortlich. Aber wenn du im Tal herunten einen Fehler machst, so einen krassen, diese Last musst du tragen, da kommst du nicht drum rum. Aber es ist allgemein, im Tal herunten, oder wenn ich von irgendwo zurückkam, ein bisschen undiszipliniert war ich immer. Weil du musst monatelang, wenn du am Berg bist, sehr genau sein, musst auf dich aufpassen. Du hast aber natürlich dort keine Vorschriften. Und kaum kommst du zurück, steigst am Flughafen aus und dann sind nur noch die Vorschriften, Verbotsschilder und Vorsicht, Treppe und all das. Da brauche ich immer eine Zeit lang, bis ich in diesen Strom dann wieder mitwandere. Am Anfang denke ich mir so ein Quatsch, das ist doch alles übertrieben. Und das ist nicht gut. Ich brauche Zeit und dann bin ich wieder, glaube ich, sehr, sehr normal, auch rund im Tal. Du hast sehr viele Freunde und Bergkameraden verloren am Berg. Mannersloh, die große Katastrophe damals, die auch letztes Jahr verfilmt wurde, innerhalb von 4 Stunden 2 deiner besten Freunde am Berg verunglückt. Und trotzdem hast du mal gesagt, wenn jemand am Berg verunglückt, dann ist das für den Betreffenden keine Tragödie. Ich habe es selbst gespürt, es ist harmlos. Wie meinst du das? Ja, ich habe natürlich die Nähe des Todes habe ich oft gespürt. Und einige Mal war ich 1000%ig sicher, es ist jetzt gewesen, wenn die Eislawine auf dich zukommt, so wie am K2. Und dann natürlich Schicksal hat anders entschieden, die Eismassen sind an mir vorbei. Und wenn alles ruhig war, oder vor allem Tage danach, und ich oft einmal einfach, mir ist ganz klar geworden, ich habe gar keine Angst gehabt, überhaupt keine. Es war nur Feststellung, das war's. Das ist der Schock, der nimmt alle
Ängste, alle Schmerzen. Und die Betreffenden oder die Betroffenen, die nicht mehr da sind, für mich ist das ein Trost. Ich weiß, die haben nicht gelitten. Mhm. Das ist ganz wichtig für mich auch zu wissen. Mhm. Jeanette, Sie haben ein neues Album rausgebracht mit sehr persönlichen Geschichten. Erinnern sich in einem Lied, das wir dann gleich auch hören werden, an Ihren Vater, der für Sie ganz wichtig war. Ist das für Sie ein tröstlicher Gedanke, dass der Tod für den Betreffenden selbst harmlos ist? Ja, ich glaube schon, dass der Körper natürlich auch gewisse Schutzvorrichtungen dafür hat. Also ich glaube, dass das Adrenalin dafür sorgt, dass man eigentlich in diesem Moment wahrscheinlich betäubt ist. Wir werden das alle erfahren, wenn wir mal so nah sind, wie Sie das waren. Oder wenn es uns selbst tatsächlich betrifft. Ich war dabei, als mein Vater gestorben ist. Und er hatte ein Lächeln im Gesicht. Und sein letzter Pulsschlag war 38. Und ich habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass er da nicht mehr ist. Also plötzlich war so das Gesicht und die Haut, alles, was man ganz viel geküsst hat und umarmt hat und lieb gehabt hat, war er gar nicht mehr. Also da war er schon weg. Mhm. So. Sie haben ihm ein Lied gewidmet und da schauen und hören wir ganz kurz rein deine Geschichten. Was mir am meisten fehlt, sind deine Geschichten, deine Geschichten. Sie bleiben am Leben, wenn wir sie erzählen, weiter erzählen. Was würde ich dafür geben, noch einmal von dir zu hören? Alles wird gut in den nächsten Jahren. Deine Geschichten, welche Geschichten hat er Ihnen denn erzählt? Gab es eine spezielle Vater-Tochter-Geschichte? Ja, also in dem Song ist es so, dass halt es gibt zwei erste Verse und zwei zweite Verse. Und das sind tatsächlich unsere Geschichten. Es beginnt mit seiner Geschichte, weil er war ein großer Peter Frampton-Fan und er hat sich das Westgeld dafür zusammengespart, damit er es im Intershop kaufen konnte. Dann der Moment, als meine Mami mit mir nach Hause kam. Also es war damals noch nicht so üblich, dass Männer bei der Geburt dabei sind. Deswegen. Und mein Vater hat halt zu Hause das ganze Treppenhaus von einem Mietshaus geputzt. Also die Wohnung hätte gereicht, aber er hat auch das ganze Treppenhaus noch geputzt, weil er wollte einfach, dass alles perfekt ist. Bis hin zu der Geschichte geheime Reise durch eingeteiltes Land. Das kommt auch alles in dem Song vor. Aber mein allerliebster Moment ist halt tatsächlich der Moment, den wir... Da ist er. Genau, der Moment, den wir zusammen hatten. Und zwar, wir haben sehr viele tolle Momente zusammen gehabt. Aber einen habe ich mir rausgesucht. Und das war mein allererstes Konzert. Das war dann im Westen. Und das war Tina Turner, 1990. Und das war wirklich so, dass wir hatten Rangkarten. Und ich wollte unbedingt in die Mitte, ich wollte unbedingt nach vorne, ja. Und meine Mutter, der war das nix in die Menge und deswegen ist mein Vater mit mir alleine runter. Und dann hat er mich auf die Schultern genommen, weil ich so ein Erdnuckel bin, ich hätte nix sehen können sonst. Und das war wirklich so, dass er sich immer hochdrehte und ich immer unten von seinen Schultern rutschte, ne. Und das, ich war schon so genervt, ich immer so, oh Mann, Papa. Aber er wollte die ganze Zeit nur sehen, ob es mir gefällt. Er wollte sehen, ob ich es liebe, ob ich es toll finde. Und das war einfach ein super schöner Moment. Und das Schöne an dem Song ist, dass wirklich jedes Wort war. Es ist wirklich alles genauso passiert, weil mir war es ganz, ganz wichtig, dass dort die Fantasie beiseite geht und der Realität den Vortritt lässt. Gerhard, erzähl uns kurz von deinem Papa. Er war wichtig für dich. Er ist leider auch schon verstorben und er war der Handwerker. Er hat ja alles Handwerkliche nicht nur gemacht, sondern gelernt. Papa hat gelötet, geschweißt. Und mein Vater ist wirklich mit dem Auto, war im Außendienst tätig, mit dem Auto nach Hause gekommen auf dem Winter und hat dann noch die Halbachs ausgebaut, um am nächsten Tag wieder wegfahren zu können. Und er war Beamter. Also da muss man sagen, alle Vorurteile über Beamte hat der Vater wirklich erfolgreich über den Haufen geworfen. Das war weit weg von, naja, dann machen wir es am nächsten Tag. Das war ihm viel zu wichtig. Also das habe ich schon mitbekommen vom Papa, dass man sich was selbst, der war auch irgendwie in der Ortschaft dann, der ist 42 auf die Welt gekommen, so der einzige Mann, weil die Älteren sind gefallen, nicht mehr nach Hause gekommen und war für sämtliche Häuser verantwortlich, dass dort wieder Wasser rinnt und Strom. Mhm. Und das hat er irgendwie mitgenommen und hat er mir genauso weitergegeben. Mhm. Jeanette, erzähl mir deine Geschichten, erzählen Sie mir Ihre Geschichte. 9.11., das ist der Tag, an dem vor 30 Jahren die Berliner Mauer gefallen ist. Dieses weltbewegende und weitreichend politische Ereignis wird in vielen Veranstaltungen in diesen Tagen jetzt gedacht. Welche Gefühle weckt es bei Ihnen, die Sie ja aus dem Osten kommen gebürtig?
Ja, das war natürlich bei uns zu Hause ein extremer Moment, ne? Weil wir waren nicht allzu lange Zeit vorher geflüchtet. Und also bedeutet, meine Eltern haben alles zurückgelassen, was sie jemals besessen haben. Ne? Wir sind also mit einer Reisetasche, einem Handtuch und 3 Zahnbürsten in den Westen geflüchtet. Was nicht anders ging, weil es war als Tagesausflug getarnt und da konnte man nicht mehr mitnehmen. Alles andere wäre an der Grenze aufgeflogen. Das heißt, sie haben wirklich alles zurückgelassen. Und wenige Zeit später geht dann die Mauer auf. Ne? Also bei meinen Eltern war es so, auf der einen Seite, oh Gott, hätten wir noch gewartet, wir haben alles zurückgelassen. Das war 20% und die restlichen Prozent war eine riesen Freude darüber, dass endlich geschafft war, wofür so viele Leute so viel riskiert haben. Und ich meine, es sind nicht nur die Leute, die geflüchtet sind, auch die Leute, die auf die Straße gegangen sind, die gerufen haben, wir sind das Volk. Die Leute, die sich aufgelehnt haben, haben alle ganz viel riskiert und haben gemeinsam wirklich diese Mauer niedergerissen. Und das war endlich geschafft und deswegen war es natürlich ein großes Glück. Sie waren damals ein Kind, Sie waren erst 9 Jahre, Ihre Eltern haben Ihnen nicht alles erzählt, vor allem nicht die volle Dramatik der Situation eigentlich. Im Nachhinein. Im Nachhinein, ja, aber nicht damals. Genau. Sie haben gerade vorher so schön diesen Tina Turner Konzertmoment, dieses eine Bild sozusagen, das so prägend und für Sie ein großer Lebensschatz ist. Gibt es aus dieser Zeit der Flucht dieses eine Bild, das Sie heute in Erinnerung haben, wo Sie sagen, das hat mich besonders bewegt, berührt, ist vielleicht nicht weitreichend, aber war ein Moment in dieser Geschichte, der für mich wichtig war. Es ist natürlich nicht nur ein Moment, ne, weil es natürlich eine extreme Zeit war. Also es gibt sicherlich den Moment in der Prager Botschaft, weil es war so, dass die Botschaft damals völlig überfüllt war. Das heißt, nur noch Frauen und Kinder durften rein und die Männer mussten draußen vor der Botschaft warten, was ein gefährliches Unterfangen war, weil die waren vogelfrei. Die hätten sie also einfach erschießen können, es hätte niemand was unternommen. Und insofern war ich mit meiner Mutter in der Botschaft und wir haben auf einer Treppenstufe 3 Tage verbracht. Und da werde ich nie vergessen, dass meine Mutter hat die gleiche Statute wie ich, also ist ein bisschen kleiner noch und zarter. Und die hat wirklich auf dieser Steintreppenstufe so ihr Rückgrat ausgepackt, damit ich nicht irgendwo den Stein berühre, weil wir haben ja da geschlafen auf der Treppenstufe. Und das fand ich so unglaublich heute noch, dass sie, weil sie hat nicht geschlafen, sie hat nur dafür gesorgt, dass es mir gut geht, dass ich gut liege. Und ja, und ansonsten gab es natürlich viele von diesen Momenten, also als wir aus der Botschaft raus sind und dann in die Züge, da haben mich meine Eltern wirklich, immer hat einer geschlafen, einer hat mich festgehalten und ich bin Mrs. 1000 Volt als Kind schon gewesen. Ja, ich war auch in der Prager Botschaft, ich habe alles ausgecheckt und Schätze gesucht und war unterwegs im Matsch und ne, für mich war das ja ein Riesenabenteuer, ich habe gar nicht gecheckt, was wir da machen. So. Und im Zug wollte ich das natürlich weiter erkunden alles und das durfte ich nicht und es war sehr beklemmend. Weil ich habe mich dann auch gefragt, warum das so war, also im Nachhinein. Und es war wirklich so, weil die Stasi in die Züge gekommen ist, um die Kinder rauszuklauen und die Eltern zu zwingen, zurückzukommen, weil wir ja noch mal durch die DDR mussten, bevor wir durch den eisernen Vorhang dann sind. Es war nicht gleich das große Glück und die große Freiheit, die sich alle gewünscht hat. Es war dann auch politisch eine schwierige Zeit. Sie haben immer wieder gesagt, es ist nicht alles gut gelaufen. Ja. Ich habe mich auch nicht gleich zugehörig gefühlt hier im Westen. Wenn man jetzt auf die Wahlen in den östlichen oder die Bundesländer des ehemaligen Ostens zuletzt betrifft, sieht man, dass da noch eine ganz große Wut bei vielen Menschen da ist, die sie auch artikulieren. Haben Sie das Gefühl, dass es diese Vorurteile gegenüber den Ossis, wie es dann heißt, immer noch gibt heute? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage aus dem Grund, weil, wie schon gesagt, es ist nicht alles gut gelaufen politisch. Ne? Es sind viele gerade Unternehmer im Osten einfach hinten übergefallen bei der Wende und haben ihre Unternehmen verloren und alles. Ne? Also es ist nicht für alle gut gelaufen. Ich kann nur sagen, ich kann immer nur aus meiner Warte sprechen. Es gibt viele Menschen, die unsicher sind, die auch politisch verunsichert sind, weil sie alleingelassen sind, weil man ihnen nicht zuhört. Also ich finde, was wir dringend tun müssen, ist zuhören. Warum wählen Menschen gewisse Parteien? Also immer nur zu sagen, die sind alle doof und die sind alle dumm. Nein, man muss zuhören, warum das so ist. Und man muss es hinterfragen. Das gehört zu einer Demokratie. Und insofern gibt es da viel Handlungsbedarf noch. Ich von meiner Warte kann nur aussagen, es haben sehr viele Menschen sehr viel riskiert, damit das möglich war und damit es diese Wiedervereinigung gab. Und ich kann nur sagen, für mich gibt es kein Ost und West. Ost und West sind für mich Himmelsrichtungen. So. Und es ist 30 Jahre her
Und man muss sich fragen einfach, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, mhm, und muss weiter daran arbeiten. Ja. Es gab dann für Sie das große Block, die große Karriere. Begonnen hat es, kann man jetzt nicht alle Stationen sozusagen besprechen, mit gute Zeiten, schlechte Zeiten, auch Schauspielerin, ja, Sängerin, dann immer wieder als deutsche Britney Spears genannt, dann bei ihrer sängerischen Karriere. Jetzt werden Sie bald 40, bald steht der Vierer vorne, ein bisschen Zeit zu einer Zwischenbilanz, mhm, wenn Sie zurückblicken. Was hat Sie mehr geprägt? Waren es die Höhen, waren es die Tiefen? Wo stehen Sie heute? Ich glaube, das Auf und Ab prägt natürlich, ne? Auf jeden Fall. Und ich bin einfach froh, ich habe mein ganzes Leben lang daran gearbeitet, eine gute Musikerin zu werden. Ich habe mich auch sehr jung, Gott sei Dank, schon dafür entschieden, dass das Popo wackeln und knappe Hotpants nicht alles ist, sondern dass man auch was auf dem Kasten haben muss. Und habe wirklich daran gearbeitet, dass ich meine Lieder selber schreibe, dass ich ein Instrument lerne, dass ich einfach autark werde und dass ich in der Lage bin, mein Innerstes nach außen zu kehren und in schöne Lieder zu verwandeln. Und alles, was ich bis jetzt erlebt habe, hat mich dazu gebracht, zu diesem Album und zu der Qualität. Und das ist ja ein schöner Titel, das DNA. Ich habe gelesen, es ist entstanden als Abkürzung, das neue Album. Aber es heißt natürlich viel mehr, ne? Ja, aber es ist natürlich ein bisschen aus Verzweiflung entstanden, weil es gibt dann irgendwann den Moment, da bist du mitten in der Produktion und das ist wirklich bei mir unter Aufgabe von allem. Ja, und ich bin dann in einem Tunnel und ich will alles. Ich will wirklich alles rausholen und komm, lass noch schön Streicher aufnehmen und lass uns das machen und das. Und die Kreativität knallt raus. So, und dann ruft die Plattenfirma an und sagt, ja, Titel. Das Artwork müsste jetzt raus, wie soll die Platte heißen? Und dann stehst du da und denkst dir so, wie soll ich jetzt meine ganze Welt gerade in drei Worte pressen? So, und dann war ich einfach nur zynisch und habe gesagt, ja, dann nennen wir es doch das neue Album. Und dann dachte ich, Moment, das neue Album, schau mal, das ist es. DNA. Und genau, DNA. Und eine Woche später habe ich die Backstreet Boys gesehen und dachte, deren Album heißt nämlich auch DNA. Aber dann dachte ich mir so, okay, wir haben alle unsere eigene DNA und insofern ist es unverwechselbar und einzigartig. Gary, du wirst als der Sunny Boy beschrieben, als der ewige Positivist. Das kann wahnsinnig schön sein, das kann aber auch für das Umfeld wahnsinnig anstrengend sein. Stimmt. Wie erlebst du es? Wie erleben es vor allem deine Lieben, die Menschen, die dich umgeben, Freunde, Familie? Naja, die sind ja der Grund, dass es mir gut geht. Mhm. Wenn ich ja solche Geschichten höre, da bin ich ja in Demut eingepackt, weil ich auf der Butterseite durchs Leben gleite. Mhm. Also, und darum versuche ich auch, wenn Kleinigkeiten vielleicht ein bisschen aus dem Ruder laufen mögen, sie nicht so groß werden zu lassen, dass wir endlich auch ein Problem haben. Mhm. Also das versuche ich, abgesehen vom Klima, also die ich auch miterleben darf natürlich, aber so selbstgemachte Probleme versuche ich wegzulassen. Mhm. Wo man aufpassen muss, es gibt Menschen, die haben Probleme und das ist ja auch alles in Ordnung. Und wenn ich helfen kann, dann eben auch den Hinweis zu nehmen, also was ist denn dein Beitrag zu einer besseren Welt? Und den suche ich schon auch. Mhm. Hochtiefer ist das Neue, es ist ein 8. Soloprogramm, wir schauen ganz kurz rein. Uns geht's doch gut. Gut geht's uns, nicht? Sagt er, wo geht's uns denn gut? Sagt er, überall geht's uns gut. Wir haben ein sauberes Wasser, die Luft ist sauber, es ist großartiges, schönes Land. Sagt er, na ja, aber die Tiere in den Schlachthöfen? Sagt er, so. Die Tiere in den Schlachthöfen, ja, gut. Aber sag ich, sonst geht's uns doch gut. Sagt er, na, das Plastik im Meer? Sag ich, ja, die Tiere in den Schlachthöfen und das Plastik im Meer. Aber sonst, sag ich, geht's uns doch gut. Sagt er, naja, und die steigenden Mietpreise? Sag ich, ja, aber wir haben wenigstens was zum Mieten. Ne? Sag ich, diese Dachterrasse zum Beispiel, wo da gerade 12 Meter Buffet in der Sonne verbrennen. Ja, sag ich, was sie da gerade an Wurst aufradelt in der prallen Sonne mit dem heißt im 30-jährigen Krieg wahrscheinlich ein Jahr lang die Soldaten durchführen können. Sag ich, das meine ich, es geht uns doch gut. Nicht? Es schießt zum Beispiel keiner auf uns, um es ganz zu plakativ. Nicht? Sag ich, wann hat zum letzten Mal auf sie geschossen? So, na gar nicht. Also, es geht uns gut. Also, hören wir aus und ständig deppert. Wir müssen uns das Sudan neu einnivellieren, kommt mir vor. Das ist eine schöne Formulierung, das Sudan neu einnivellieren. Ja, schön, dass ihr diesen Ausschnitt genommen habt. Ja, also, hast du das Gefühl, dass man sich heute nicht mehr sagen traut, es geht uns gut? Dass wir ein bisschen. Im Jammertal? Ein bisschen, weil man ja wirklich, dann sitzt man zusammen und sagt, das ist alles ein Wahnsinn und mit dem Plastik und dann fährt jeder mit seinem SUV weg und dann sagst du, hast denn das Ding, sagst du, ich muss auf Amazon bestellen. Mhm. Und wir wissen, dass jeder dritte LKW leer fährt. Mhm. Ja, wir wissen, dass du heute 17 Paar Schuhe bestellen kannst und 14 schickst zurück. Ja. Und die nehmen das auch gratis. Wir wissen alle, dass es eine... Das.
Und vernichten es. Und vernichten es, weil das wieder einschlichten ist zu teuer. Wir wissen, dass ganz große Konzerne keine Steuern zahlen und dann wundern wir uns, dass kleine Konzerne keine Lehrlinge aufnehmen. Ja, aber es geht ja eben nicht um ein Entweder-Oder, sondern man kann das eine wach anschauen. Genau so ist es. Kann man als Klimaexpertin auch sagen, es geht uns gut? Nein, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Man kann sagen, es geht uns noch gut. Ja, genau, ja, na ja, vielleicht. Aber ich habe neulich von Harald Katzmeier gehört und ich finde das eine sehr gute Analyse. Wir haben im Grunde genommen einerseits die Menschen, so wie mich, die darüber reden, dass wir noch 10 Jahre, er reduziert es auf 9, weil er die Zahl 9 wollte, also noch 9, also alle schauen, in den 9 Jahren müssen wir was erreichen. Und andererseits gibt es die Menschen, die 9 Tage vor Monatsende nicht wissen, wo sie das Geld hernehmen, um Miete zu zahlen. Genau. Und das sind auch die, wo man dann fragt, wieso wählen die, so wie sie wählen. Und wir haben im Grunde genommen diese bipolare Situation, nicht? Dass wir einerseits im Großen diese großen Probleme haben, aber andererseits viele Menschen im Kleinen fast unbewältigbare Probleme haben. Mhm. Und wenn es uns nicht gelingt, das irgendwie zusammenzubringen, dann werden wir weder das eine noch das andere lösen. Sind wir wieder beim Zuhören von der Jeanette. Ist aber auch, entschuldige, muss ich dann sagen, eben in diesem, das ist der Anfang vom Stück, stehe ich auf einer Dachterrasse, wo Sekt und Shampoos und Schrimps ausgehen und dort wird dann im Nadelstreif gesagt, na, ist ein Wahnsinn, ist ein Wahnsinn. Und eben dann denke ich mir, ja, aber es geht uns doch, Kinder, es schießt niemand. Wir müssen wirklich einmal schauen, wo definieren wir eigentlich gut. Jammern wir vor allem gut. Jammern wir hoffen, also, für manche. Weltprobleme. Und für andere eben nicht. Ja, eben. Hast du als jemand, der lange in der Baubranche tätig war, der Bauleiter war, am Bau war, deinen gewissen Startvorteil, weil du da einen anderen Blick auf Menschen hast? Nein, ich habe versucht, immer, und sei es ist der große Architekt dieses Gebäudes, war auf Großbaustellen unterwegs, oder wirklich bis zu dem, der die Kabel verlegt, dass auch da diese Lampe dann angeht, wenn man die aufmacht. Wir sind alle auf Augenhöhe, weil er ist genauso wichtig wie der Architekt und ich kann ja gar nichts in Wirklichkeit. Ich war ja als Bauleiter, ich habe weder diese Lampe montieren können, noch hätte ich das Haus planen können. Ich war aber nicht unwesentlich, dass die eingezeichnete Lampe einmal brennt. Also ich war immer so ein, und darum mache ich eigentlich heute auch nichts anderes. Aber ich bin drauf gekommen, dass der Mensch, der die Lampe dort montiert, der wird gehandelt wie das ist Ware. Der ist mittlerweile fast so wenig wert wie die Lampe, weil ihm auch die Firma auslagert. Weil sie ihn ja nur mehr braucht, wann sie ihn braucht. Dann brauchen es 30 Leute und dann wird es Winter, dann brauchen es nur mehr 4, 5 Leute. Das heißt, es gibt auch, glaube ich, diesen Bezug nicht mehr, dass jemand 30 Jahre in der Firma arbeitet und sein Sohn dann auch dort in die Lehre geht und er auch diese Philosophie dessen, der die Firma mal gegründet hat, mitträgt. Mhm. Weil eben der Wettbewerb so ist und weil es jetzt eh nur mehr 4, 5, 6 große Baufirmen gibt, die sich dann die Türschnalle in die Hand geben. Einmal macht es der, wenn die Bank das finanziert, macht es die Firma und ganz plakativ jetzt. Aber das weiß man auch. Hansa, was war die härteste Arbeit, die du für Geld gemacht hast? Ja, natürlich. Das, glaube ich, war auch am Bau. Mhm. Ich war als Kind am Bergbauernhof. Das war natürlich jetzt nicht leicht, aber nicht so hart. Aber dann habe ich natürlich als Junger angefangen am Bau und zuerst am ganz normalen Arbeiten. Ich war Hilfsarbeiter, bin dann auf dem Baukran hoch. Aber es waren Arbeiten, die habe ich erstens aber nicht gern gemacht, dann sind sie automatisch schwer in den Staub da herum. Ich habe einfach andere Sachen gesucht. Das war vielleicht die härteste Arbeit in meinem Leben. Die Arbeit am Bau, deswegen kenne ich mich ein bisschen aus. Wie gesagt, ich habe auch da wieder auf der Butterseite. Ja. Ja. Also einer, der nichts kann. Aber du hast Gott sei Dank in deinem Umfeld Menschen, die was können. Ja. Zum Beispiel deine Frau, die Architektin ist. Ja. Ihr habt auch gemeinsam ein Haus gebaut in Hüttlein, wo du mit ihr und deiner 10-jährigen Tochter wohnst. Ja. Über diesen Prozess des Hausbauens, den hast du nicht nur kabarettistisch begleitet, sondern auch in einem Buch festgehalten. Ja. Kannst du sozusagen, es gibt ja quasi ein Vorbild, Roland Thüring hat uns mit Hinterholz eine Variante beglückt. Welche wichtigen Hinweise hast du für Menschen, für Paare, die diesen Prozess des Hausbauens gerade vor sich haben oder mittendrin stecken? Schau dir an, mit wem du arbeitest. Mhm. Wirklich, es ist selten die Schlagzeile, die das ausdrückt, was dahinter steht. Und wie in allem musst du halt jemanden finden, dem du Vertrauen schenkst und dann begleitet dich der durch diesen Prozess, von dem du zu 90% keine Ahnung hast, wenn du eben nicht Bauleiter oder Architekt bist. Ja, und das der steht auf deiner Stirn. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt alles mit mir machen. Das steht als, teilweise wirklich, also wenn man in diese fertige... Also bei mir, auf meiner Stirn stand es. Ich glaube, das steht auch, wenn du ins Krankenhaus gehst. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und dann essen die Leute halt die Medikamente, weil sie auch aufgehört haben, auf den eigenen Bauch zu hören und sagen, tut mir das gut oder was tut mir eigentlich gut? Und eben auch in Hamsterrädern unterwegs sein, eher, weil du Roland, der hat einmal so schön gesagt, in jedem Hamsterrad schaut von innen aus wie eine Karriereleiter. Und
Das Bild habe ich damals nicht vergessen, weil ich ja selbst auch in einem Hamsterrad war und diesen Prozess mitgespielt habe. Und wer ist jetzt mehr schuld, der mitspielt oder der den anzettelt? Ne? Also was das Hausbauen angeht, kann ich sagen, es ist ein wahnsinnig beglückendes Gefühl, auch das Errichten der eigenen Höhle steckt ja auch in uns drinnen, wenn du die richtigen Leute dafür findest. Und die Beziehung hat es geschafft? Also Bauleiter und Architekt gehören normalerweise nicht in ein Schlafzimmer, aber es ist sich ausgegangen. Es hat uns gefestigt. Wobei du prüfst ja deine Frau, glaube ich, auch anders. Du bist extrem pedantisch, heißt es. In welchen Bereichen? Naja, aber davon profitieren auch alle, weil wenn ich ein Glas verwende, dann trage ich es auch wieder weg. Ja? Aber ich bin pedantisch und also bin jetzt nicht in Behandlung. Aber ich nehme es als ja, ich, wenn das so liegt, das macht mich ja Ding, weil das gehört eigentlich so. Aber daran arbeite ich und es ist halt ein Wesenszug von mir, der aber jetzt nicht so arg, glaube ich, jemanden am Nerv geht. Also sie akzeptieren mich so, wie ich bin. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Das ist nicht gelogen. Nein, das ist nicht gelogen. Ich müsste mit deiner Frau mal reden, glaube ich. Sie macht ja auch Regie bei meinen, weil die Leute immer sagen, ja, deine Frau, wenn du über deine Frau sprichst. Also A hat sie Humor, B macht sie Regie und wir versuchen wirklich aneinander zu wachsen und dem anderen auch zu sagen, was einem am Nerv geht. Also wir haben ein sehr schönes Verhältnis miteinander. Also Hochtief, das neue Programm, demnächst in Ihrem Theater. Ich danke sehr all meinen Gästen, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier an diesen Tisch zu kommen, Einblicke in ihr Leben, wenn auch nur ganz kurz zu kommen, aber so lernen wir ja dann doch immer wieder auch andere Blickweisen, andere Lebensgeschichten kennen. Das Zuhören, das der Jeanette Biedermann gesagt hat, ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Danke Ihnen für selbiges, fürs Zuhören. Darf Sie einladen, dann auch nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf die Schauspielerin, Promi-Darstellerin und Promi-Preisträgerin Mari Bäumer wird da sein. Unser Publikumsliebling, Ski-Kommentator und ehemaliger Skirennläufer Hans Knaus. Die Saison hat auch für ihn begonnen. Es wird Willi Gabalier da sein, der Mann tanzt. Als Tänzer kennen Sie ihn. Er singt auch und widmet sich vor allem auch dem Denkmalschutz. Der große Bruder von Andreas Gabalier ist dann mein Gast. Und Johannes Frasnelli, er ist Neurowissenschaftler und widmet sich dem unterschätztesten Sinn, nämlich dem Geruchssinn. Also eine duftende Sendung dann nächste Woche. Bis dahin auf Wiederschauen und für heute gute Nacht.